Und damit willkommen zurück zu Palworld. Ja, unser großer Plan ist ja, dass wir den nächsten Boss erledigen. Allerdings steht in dieser Folge eine gewisse Baurunde an. Und zwar habe ich vor, mit dem Lager endgültig umzuziehen. Einfach aus dem Grund, ich habe mir gedacht, ich habe doch dieses Erzvorkommen dort, dass wir das nutzen als Erzmine. Das heißt aber, dass ich da so ein Minimallager aufbauen kann, muss, soll. Dafür brauche ich aber die zweite, diese zweite Pfeilbox. Boah, Alter, wieso kann der dann immer gleich so schlecht laufen? Ja komm, das kannst du jetzt auch noch mitnehmen, ne? Nee, geht natürlich nicht. Okay, wir packen das erstmal hier in die Kiste. Und dann... Oh, ernsthaft jetzt? Und gleich immer die Steine, die so heftig sind. Dann kann ich das machen, oder? Wie ist denn das, wenn ich das jetzt hier zurückbaue? Kriege ich da noch vielleicht die Steine? Die 600? Nicht so aus. Doch, warte mal, bestimmt, oder? Ja, 600 Steine, guck mal. Damit gleich mal gar nicht mehr bewegen. Was ist euer Problem? Ernsthaft jetzt? Ich bin noch im Baumodus, Moment. So. Genau, weil wir brauchen uns einfach hier nicht mehr. Boah, 600 Holz, heftig. Das bedeutet, dass wir das hier alles ein bisschen zurückbauen müssen. Ja, also dann wird das da drüben aber ganz minimal. Nur ein Bärenfeld, nur ein paar Betten und ein Transporteur. Das muss dann einfach reichen, würde ich sagen. Es wäre natürlich geil, wenn ich die Steine hier noch irgendwie. Muss ich wahrscheinlich den sauren Apfel beißen. Und hier einmal hier langkrüppeln. Na komm. Würde ich gerne mitnehmen. 2000 Bären, guck mal. Dann haben die sogar genug Essen. Könnte man fast überlegen, ob man das nicht sogar sein lässt. Okay, was liegt denn jetzt hier noch rum? Und quasi den Futtertrog selbst bestückt. Geht das jetzt alles dahin? Ja, ne? Ich schleppe zu viel. Okay, müssen wir jetzt durch. Oh, 12 Tonnen. Also wenn das nur 12.000 Gewicht halt, ne? Je nachdem, wie man das sieht. Und dann muss das alles drüben nur in eine Kiste rein und dann kann ich die Pilebox abbauen. Klingt nach dem Plan. Wird jetzt vielleicht nicht die spannendste Folge. Bam, 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 bam. Oh, hier war sogar noch ein Cheeseburger drin. Und dann stelle ich mich hier gleich rüber. Sammeln das alles wieder ein. 1000 Holz, 2300 Beeren. Aber gut, dann können wir die Kiste gleich abbauen hier, ne?
Dann bringe ich das nur alles rüber und dann baue ich die Pallbox ab. Seltener Pelz. Den kann ich nicht aufheben. Kein Platz im Inventar. Was kann hier weg? Das Schießpulver. Das ist jetzt auch ein Must. Nee, Schnellreise bitte nach Hause. Und dann hoffe ich, dass die andere Pallbox aber nicht zu nah dran ist. So, erstmal Gewicht abwerfen hier. Immer noch über 1000 zu viel. Das ist noch so schwer. Da ist nicht. Der Mais? Der Weizen? Ach hier, die Beeren, genau. Die Beeren. Wo sind die denn? 2000 Beeren? Ja. Okay, das war's. Dann bauen wir drin die Pallbox ab. Und schauen, dass wir die quasi in unser neues Lager hinstellen können. Ach, von diesen Chocobo oder Tokoto Viechern kriege ich Schießpulver. Alternativ müsste man Schwefel suchen. Wo ich noch keinen Plan habe, wo ich das herkriege. Oh, Momulus schläft. Was dann kann er nicht springen? Dreimal aufgedrückt und nichts passiert. Und nach Hause. Vielleicht sollten wir auch erstmal pennen gehen, oder? Können wir auch was anderes machen? So im Halbdunkeln ist auch immer Mist. Guck mal, noch ein paar Gegners werden fertig. Ach Quatsch. Es wird aufhören, die wegzuschmeißen. 28. Nee, wir müssen ein bisschen Metall sparen. Ich mache nur 15. Und wir können Eier ausbrüten. Komm, als nebensächliche Kleinigkeit können wir mal ein paar Eier ausbrüten. Das ist ja mal ganz spannend, finde ich. So ein bisschen wie so ein Überraschungsei öffnen. Oh, haben wir daneben gedrückt. Wir haben Speedbar. Wir kommen dazu. Noch ein Buschi, sehr gut. Können wir auch mal gebrauchen. Und ein Swee. Da haben wir auch schon einige. Ei einsetzen. Ich meine doch, hier eins vorhin gesehen zu haben. Ein düsteres Ei. Und wir haben hier auch zwei Eier. Das sind zwar nur die normalen, aber besser als nichts, würde ich sagen. Nicht essen. Reinmachen. Gut, haben wir das da? Ach ja. Darf jetzt keinen Fehler machen. Und zwar brauche ich ja für die Firebox zumindest ein Palliumstück, 8 Holz und 3 Steine. Ein Palliumstück. 8 Holz. Und 3 Steine. Ich will erstmal nur gucken, ob das überhaupt funktioniert. Wollen wir für die Kiste? Eine Kiste kann ich auch gleich mal bauen. Ich nehme einfach ein paar Steine mit und ein paar Holz. Nicht ganz so viel. Immer 40 mit. 30. 30. Und auch ein paar Steine. Und ein paar mehr. Und nochmal ein bisschen Bio. Na, perfekt. Okay, also wir müssen Pallbox bauen. Wir müssen... ernsthaft jetzt... So, die alle
Genau. Fallbox. Mindestens 2 Betten. 3 Betten. Boah, wenn du so eine ganze. Wenn du so eine ganze Dings machst. So ein ganzes Lager gleich wieder. Aber vielleicht lohnt sich's, ne? Dann machen wir da drüben tatsächlich nur. Nur den Rest einsammeln. Ja. Hat jetzt auch keinen Bock auf die Typen. Was ist denn ein Dungeon? Level 29, okay. Hart. Könnte man nebenbei mal machen irgendwann. Weil an sich würde es mir reichen, wenn die mir das abbauen. Ich kann es ja selber einsammeln. Richtig? Okay, gucken wir mal. Jetzt wieder das Problem hier mit dem Hinsetzen. Ach ja, genau. Ich darf ja selber auch wieder nicht im Weg sein. Aber so war das schon ganz gut, ne? Muss ja nicht können. Wie soll ja nur funktionieren? So, dann mache ich mal natürlich die Holzruhe, die ist ganz wichtig. Das ist somit Elementare, was wir überhaupt brauchen. Guck mal, direkt dahinter. Ach, trotz dass der gar nicht im Lager ist, baut er bei mir mit. Das ist cool. Pilebox Management. Wir haben bestimmt Dick Toys. Und zwar 1, 2, 3. Und dann lass uns mal ruhig so einen Kadivar nehmen. Oder 2. Das heißt, wir brauchen 5 Betten. Und Futtertor. Und 6 Holz. Guck mal, er haut ja selber schon Holz hier weg. 20 Holz. Okay. Der Futtertruhe. Das ist natürlich eine sehr laute Fabrik dann auf jeden Fall. Also haben die überhaupt schon irgendwas abgebaut? Kein Platz in meinem Gefahr. Das ist das Problem. Wir haben so einen Bauplan 4. Hey, heftig. Ich habe euch nur einen Ernst erwähnt. Ja, die Mann, das ist schon weg hier, oder? Guck mal an. Ja, das ist mir. Achso, stimmt, die legen das ja gleich in die Kiste. Gut. Also, wir brauchen 5 Betten. Und was zum Futter. 1. 2. Nicht würde man rein. Braucht noch. Fasern. Warte mal, das kann ich ja drüben holen. Fasern und die Bären wollte ich ja eh holen. Schnellreise. Und damit haben wir eine komplette Fabrik. Einfach nur eine Fabrik an Erzen. Feier ich gerade richtig. Ach hier, den Müll muss ich mal wegmachen hier, weil das nimmt so viel Platz weg, aber. Ich hatte doch irgendwo so eine Schrotthöhe. Hier. Jetzt ist das auch voll. Aber das kann verpufft werden. Und ich gehe mal einfach nachher eine Runde verkaufen. Okay, habe ich jetzt die Fasern mit? Fasern habe ich mit. Und die Beeren würde ich einpacken. Das ist ja dann egal. Löschen.
Oh, ist das laut. Mein Erz wieder. Wahrscheinlich hier tonnenweise hier drin, ne? 40. Ja, heftig. Okay, wir brauchen noch ein paar Bitten. Das geschieht. Kommen wir noch auf. Nicht genug Material, jetzt fehlt wieder Holz. Mach mal bitte Buschi. Ja, gut, gut, gut. Gefällt mir grad. Mach mal einfach 8 Bitten. Wer weiß. Wie viel wir am Ende noch brauchen werden. Wenn sich das hier wirklich etabliert, ne? Drei reichen locker. Irre. Schleppt so viel mit mir rum, das ist nicht schlimm. Ich nehme euer ganzes Erz auch mit, bitte. Dann braucht ihr euch damit nicht abnehmen. Da muss ich halt noch regelmäßig dran denken, den Futter reinzustellen. Aber 2000 ist schon viel. Alternativ können wir ja dann immer noch selber. Also so eine Bärendings zu machen. Okay, cool. Wie sieht's denn überhaupt hier aus? Die ernähren sich gerade so, ne? Oder bringen die das direkt hier rein? Nee, ne? 36, ein bisschen Weizen. So, müssen wir beobachten. So, legendärer Bauplan. Tropische Tracht. Ist das die? Nee. Wo hätte ich gesagt, Mann? Hier, Verrüstung legendär. Wow. Jetzt wisst ihr, dass die besser ist als die Metallrüstung, ne? Finde ich heftig. Gut. Werden wir natürlich zwangsläufig auch unser Lager noch umbauen müssen. Aber erstmal haben wir zu tun. Jetzt würde ich mal kurz gucken, wie wir hier Schwefel herstellen. Holzkohle. Holzkohle können wir auch im Ofen machen. Holzkohle können wir auch im Ofen machen. Also gehe ich hier rüber. Von dem waren nämlich auch schon fleißig wieder hier. Die buddeln alles Mögliche aus, ne? Teilweise hier. Okay. Gerne, gerne. Und die Zuckerwatte soll auch ganz gut für die Stimmung sein. Und ich brauche die nicht. Wir haben ja gerade gesehen, was das für einen Nährwert hat, nämlich gar keinen. Das hier. Nee, da nicht rein. Die Bänke rein. Gut, gut. Dann ist jetzt gar nicht schlecht, was wir gemacht haben. Ich denke mal, aber das werde ich offscreen machen. Werde ich das hier umbauen. Oder wir machen wieder eine ganz lange Folge. Mal sehen. Ich werde es mal gucken. Feier das gerade mega. Was macht ihr eigentlich, wenn das alles fertig ist, Jungs? Naja, aber die haben so viel zu tun, ne? Wollen wir einfach noch eine Bärenfarm hinmachen? Dass es wirklich komplett alleine läuft?
Bärengarten, nicht gesunde Bär. Nee, machen wir nicht. Okay. Aber wie gesagt, wir haben 2000 Bären drin, ist recht locker für eine ganze Ecke. Gut, wir könnten probieren, die Sachen noch zu verkaufen. Und diese komischen Herzen, oder? Hat die nicht irgendwo so ein seltenes Herz hier? Guten Preis. Guten Preis. Und die brauchen wir auch gleich noch. Okay, dann einmal auf zum Händler. Und was wir vielleicht machen könnten, dadurch. Ich hätte nicht ganz auf dem Schirm, ob das schon geht. Für den Drachen nochmal machen. Oder hätte ich schon gerne. Hallo, verkaufen möchte ich bitte. Ja, krass. Scheiß jetzt auch drauf, ob der legendäre Bauplan da gut ist oder nicht. Ach, wir haben ja noch ein Level. Moment mal. Also, wir können ihn erhöhen. Warum geht das runter? Sattheit. Ich bin zu satt, oder was? Wo nee. Lass mal. So, Mann. Wir haben Level 30 erreicht. Das heißt, wir können ein komfortables Bett bauen. Das Metallbau-Set brauchen wir. Und wir können natürlich auch mal die ganzen Dinger bauen hier wie sowas hier. Aber das kostet wieder so einen Haufen Kohle, ne? Also so einen Haufen Erz wieder. Regner, das ist halt auch. Würde ich kaum nutzen, bis gar nicht. Wir können uns ein Klossier bauen. Einzel-Sphärenwerfer. Mit Hilfe des Verschießens von Sphären mit dem Sphärenwerfer lassen sich Pals auf große Distanz fahren. Punkte hätten wir. Auf großer Distanz, was heißt das? Macht man das? Meistens bekämpft man sie doch eh erstmal. Was kostet das Bett? Darf ich bitte ein besseres Bett haben? Stoff. Wenn wir jetzt sowieso Ernst haben. Können wir auch noch mal hier einmal reinhauen. Guck mir wieder einen helfen, bitte. Ja, ne? Ach, jetzt ist ihm eingefallen, dass das Essen muss raus. Ey, was sie hier sagen, hier Schlafstress, ne? Eine Spinner. Das Arbeitstempo muss er anheben, das ist doch was Stresses. Aber nein, also absolut komme ich mit dem Arbeitstempo, was die machen, völlig klar. Der Rest ist ja eigentlich nur eine Palworld-Einstellung. Jetzt können wir alle helfen, ne? Zum Betten geht. Wir können uns ja noch einen groben Plan schmieden, wie unser Fabrik auszusehen hat. Weil wichtig wäre ja, dass wir auf jeden Fall für große Parts die Tür doppelt so breit, doppelt so hoch machen. Und mit einem kommen wir einfach nicht durch. Das heißt, das theoretisch ist schon eine schöne Fläche eigentlich. Jetzt würde ich mal gerne gucken, wie groß das Fließband ist. Habe ich natürlich nicht genug Material. 100 Metallbar. Okay, da haben wir eh noch zu tun. Okay. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, das hier alles nochmal aufzubauen. Abzubauen, neu zu bauen.
damit das hier alles funktioniert. Oder wir lassen das wirklich als Schlafplatz und bauen quasi nur das Dach ab und erweitern die Fabrik hier in die Richtung oder nach hinten lang. Das müsste ja auch gehen. Mit den Erzklumpen können wir eh nicht brauchen. Oder nach hier. Hier lang geht auch. Hier haben wir auch noch genug Platz. Na, schauen wir mal. Wird spannend. Wird eine spannende Zeit werden. Wir haben mega viel geschafft, finde ich. Also in den kurzen letzten 2, 3 Folgen. Jetzt haben wir so viel passiert. Jetzt kam nochmal so richtiger Schub. Okay, alles klar. Ist die Folge halt ein bisschen kürzer. Dafür haben wir viel geschafft. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis bald.